Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, herzlich willkommen bei der Ostkonferenz der Linksfraktion. Mein Name ist Matthias Höhn, ich bin Mitglied der Bundestagsfraktion und verantwortlich für das Thema Ostdeutschland. Und heute habe ich die Freude, Sie durch den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein zu begleiten. Ich freue mich, dass der Saal voll ist. Auch wenn man sagen muss, dass im Moment, wenn man Land auf Land ab Veranstaltungen zum Thema Ostdeutschland macht, der Zuspruch fast immer sehr groß ist. Es gibt ein großes Bedürfnis, sich auszutauschen. Und das liegt wahrscheinlich nicht nur an der Tatsache, dass wir jetzt ziemlich genau 30 Jahre nach dem Herbst 1989 sind. Wir haben eben in dem sehr beeindruckenden Einspieler schon ein paar Stichworte gehört, die ein Schlaglicht werfen auf das, was möglicherweise heute auch eine Rolle spielt, an Erfahrungen, die gemacht worden sind 1989 und in den Jahren danach. Wir haben über Crash etwas gehört, über Demütigungen, das Wort Sorglosigkeit fiel, aber es ist auch über Zukunftsvision und Zukunftskonzepte geredet worden, nicht nur für den Osten, aber auch für den Osten. Und ich wünsche mir, dass wir über all diese Dinge heute Gelegenheit haben zu sprechen, nicht nur in Reden und mit unseren geladenen Gästen, sondern auch jetzt will ich schon die Einladung aussprechen, nachher in den beiden Podiumsrunden, dass Sie die Möglichkeit nutzen, sich an dieser Diskussion mit uns und mit unseren Gästen zu beteiligen. Also noch einmal sehr herzlich willkommen zur Ostdeutschland-Konferenz der Linksfraktion. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich hoffe nicht, dass das ein Zeichen ist, dass es just in dem Moment, wenn ich anfange zu sprechen, anfängt zu regnen. Aber wir verbinden damit mal die Hoffnung, dass wir ein bisschen Abkühlung bekommen. Vielleicht für diesen Nachmittag, das würde uns allen sehr gut tun. Eine ganze Reihe der Gäste, die heute auch noch eine Rolle spielen werden, sind schon da. Und ich freue mich, dass ich sie auch begrüßen darf. Ich freue mich, dass Gregor Gysi heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Gregor. Meine Kollegin und thüringische und Weimarer Bundestagsabgeordnete Martina Renner, jetzt habe ich es ein bisschen komplizierter gemacht, ist da. Freue mich, Martina, dass du da bist. Philipp Rubach ist da vom Aufbruch Ost, ist da. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass nachher Frau Professor Furutan bei uns ist und mit uns diskutieren wird. Sabine Rennefanz wird mit uns diskutieren, nachher auf dem Podium und eine ganze Reihe mehr. Seid ihr alle sehr herzlich willkommen hier bei der Ostdeutschland-Konferenz der Bundestagsfraktion. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder am Verkehr, vielleicht auch an beidem, aber Dietmar Bartsch wird sich ein paar Minuten verspäten. Das ist aber nicht schlimm, weil wir haben ja den Gregor. Und deswegen lösen Sie sich vom Programmheft. Wir drehen das einfach um. Und ich freue mich jetzt schon, dass gleich Gregor Gysi zu uns sprechen wird. Aber vorher hören wir Musik von der Musikmanufaktur. Bitteschön.